Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder am Ammersee unterwegs. Das ist hier in meiner Heimatregion ein schöner, riesengroßer See. Der bietet unendlich viele Fotospots. Und eigentlich wollte ich heute wieder den Baumstamm fotografieren, mal aus einer anderen Perspektive, den ich schon mal vor einem halben Jahr fotografiert habe. Aber der ist nicht mehr da. Schade, jetzt suche ich mir irgendwas anderes. Und ja, laufe wahrscheinlich noch ein paar Minuten, bis ich ein schönes Fleckchen Erde finde, was ich fotografieren kann. Wir haben gleich Sonnenuntergang und sobald ich einen Spot gefunden habe, baue ich die Kamera auf und schaue, was ich da rausholen kann. Ah, hier vorne geht schön zum Ufer runter. Vielleicht ist das ja was. Steine hier. Also ich habe meinen Fotospot gefunden. Ich werde diese Steinmauer auf der linken Bildseite mit ins Bild integrieren und den Sonnenuntergang da hinten jetzt schön aufnehmen. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr, vielleicht eine halbe Stunde. Baue jetzt alles auf und sage euch auch, wie ich es mache. Ich möchte die Steinmauer wirklich von der linken unteren Ecke in die Bildmitte laufen lassen. So richtet der Zuschauer den Blick auch direkt von der Steinmauer hin in die Bildmitte zum Sonnenuntergang. Ich glaube, das wird ganz gut. Da es noch relativ hell ist, werde ich jetzt auch so ein Filtersystem auf meine Kamera schrauben. Ich habe hier so einen Filterhalter von Haida, eigentlich ganz günstiger, Haida 100 Pro. Und werde vorne dann vor die Linse einen 100 ND-Filter draufpacken. Da bin ich in der Lage, glaube ich, bestimmt 20 Sekunden lang zu belichten, um das Wasser dann wirklich spiegelglatt hinzukriegen. Ich bin mal gespannt, ob die Boote dann unscharf werden da im Hintergrund. Aber wichtig ist mir einfach, dass das Wasser spiegelglatt wird bei dem Bild und die Sonne schön zur Geltung kommt. Also ich check's aus. Ja, was in manchen Fällen auch ganz sinnvoll ist, ist das Stativ zu beschweren, weil hier fahren ab und zu größere Schiffe vorbei und da gibt es Wellengang. Und da habe ich eigentlich keinen Bock, dass die Kamera umfällt. Packe jetzt hier einfach mal zwei fette Steine rein. Die geben dem Stativ noch mal mehr Gewicht und mehr Stabilität. Hoffe ich zumindest. So, vom Stativ her verwende ich dieses Rollei Beta Mark II Stativ. Und ganz praktisch ist, es hat unten noch so einen Haken. Da hänge ich jetzt die Steine einfach ran. Hoffe, dass es sich nicht mehr rührt. Jetzt noch schnell den Adapter, Filteradapter draufschrauben. Geht ja ganz einfach, wenn man es checkt. Gut, das sitzt. So, und bevor ich den ND-Filter draufschraube, richte ich die Kamera exakt aus, weil mit dem ND-Filter vorne drauf sehe ich von der Landschaft nichts mehr. Ich werde jetzt mal mit einer 11er Blende das Foto machen. Oder ich knall sie noch weiter zu. Komm, wir nehmen eine 14er Blende, schaut die Sonne noch ein bisschen schöner aus. Die Sonne wird dadurch kleiner, der Sonnenstern sollte dann schöner noch zu sehen sein. Ich hoffe, dass der geputzt ist. Naja. Einigermaßen. Also so sieht der ND-Filter ungefähr aus. Auch hier ist jetzt wichtig, nicht einfach auf den Auslöser zu drücken und hoffen, dass das Bild toll wird, sondern den Auslöser mal um 5 Sekunden zu verlangsamen oder zu verzögern. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Auslöser drücke, wird das Bild erst in 5 Sekunden gemacht. Das ist jetzt mein erstes Testfoto, sieht jetzt schon mal ganz schön aus. Was ich jetzt nochmal versuche, ist nochmal einen anderen Verlaufsfilter vorne drauf zu schrauben, der das Bild im oberen Drittel schön abdunkelt, weil die Sonne doch relativ hell strahlt. Ich glaube, da habe ich irgendeinen von Rollei.
Was habe ich da? Ja, genau. Ah ne, auch einen von Haida Nano Pro, so ein Verlaufsfilter. Der ist oben ganz dunkel und unten quasi durchsichtig. Und das soll einfach das harte Licht von der Sonne ein bisschen abdunkeln. Auch nicht zu sehr, dass das Bild nicht zu arg verfälscht wird. Aber ein bisschen was geht schon. So, also jetzt mal zu meinen Settings. Was habe ich da eingestellt? Ich habe zuerst mal manuell fokussiert. Und zwar auf das Boot da hinten. Und mit einer 14er Blende ist dann eigentlich alles relativ scharf. Der Vordergrund und der Hintergrund. Vordergrund sind die Steine schön zu sehen. Ich habe einen automatischen Weißabgleich drin. Oder ich hätte auch genauso gut Sonic einstellen können. Hätte auch gepasst. Und ISO 100 ganz normal. Und jetzt 15 Sekunden Belichtung. Mit einer 5 Sekunden Auslöseverzögerung. Ich check's nochmal. Und der Himmel verfärbt sich schon langsam rötlich. Ist immer so. Bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind einfach diese roten schönen Farben am Start, die einfach ein schönes Bild produzieren. Na komm, was ist da los? Wow, 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 wow. Sieht schon Postkarten-Style aus. Ja, mit den Ergebnissen bin ich schon zufrieden. Ja, man merkt es richtig, von Minute zu Minute wird jetzt das Licht immer rötlicher, wärmer, weicher. Und bei dem Licht macht es eigentlich echt am meisten Spaß, schöne Fotos zu machen. So, als nächstes versuche ich jetzt mal den Bulb-Modus und möchte mal deutlich länger als 30 Sekunden belichten. Das heißt, ich mache es mit dem Fernauslöser. So, ich habe jetzt diesen Fernauslöser oben auf die Kamera draufgeschraubt, mit der Kamera verbunden. Und über diesen AUDELAN-Funk-Fernauslöser bin ich in der Bulb-Funktion auf der Kamera genauso im manuellen Modus auf Bulb gestellt und lege jetzt los. Mit den 50 Sekunden fangen ja auch noch die Wolkenzieher wunderschön ein. Die bewegen sich mehr oder weniger auf mich zu. Das sieht dann fast schon dramatisch aus bei Sonnenuntergang. Ich denke, die Sonne ist auch in 10 Minuten weg. Also bleiben jetzt noch Zeit für, keine Ahnung, 5 Fotos und das war's. So, jetzt passiert genau das, worauf ich keinen Bock habe. Da vorne fährt ein riesen Dampfer vorbei. Und ich schätze, in 2 Minuten sind die Wellen hier und da muss ich die Kameras ganz kurz festhalten, weil es sind schon ordentliche Wellen, die jetzt gleich ankommen. Blob. Jetzt kommen die Wellen. Ja, und das ist auch schon die ganze Kunst. Einen schönen Fotospot suchen, sich die Komposition gut überlegen, nicht einfach wild drauf losschießen und zur richtigen Uhrzeit da sein. Das heißt, jetzt in den Abendstunden ist es relativ einfach, ein schönes Foto hinzukriegen. Und ja, mei, ich fokussiere manuell, stelle diese 5 Sekunden Auslöseverzögerung ein, mache zum Beispiel mit dem Filter 50 Sekunden lang das Bild und es ist geil. Ganz easy. Gefällt mir. Weil es so schön ist, mache ich noch mal eins. Mit dem Fernauslöser. Ah, jetzt kommen auch noch die Mücken. Ah. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn ich irgendwelche Filmtipps oder Fotografietipps euch mitgebe. Und bis bald und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zu sehen. Bye bye, euer Sigi.